Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh, liebe Geschwister. Es gibt sehr, sehr viele Geschwister, Brüder und Schwestern hier in Deutschland und auch in anderen Teilen der Welt, die große Probleme haben, die Religion richtig zu praktizieren, die viele, viele Sünden machen, die vielleicht versunken sind in bestimmten Sünden, schlimmsten Sünden und auf die vielleicht auch herabgeschaut wird. Ja? Sie kommen vielleicht in eine Moschee rein, haben ein Tattoo oder haben eine Arbeit, die nicht das Gelbe vom Ei ist. Und natürlich wollen wir nichts schönreden. Denn Allah sagt im Koran, وَتَوَاسُوا بِالْحَقِّ, bindet euch gegenseitig die Gerechtigkeit, diejenigen, die sich gegenseitig die Gerechtigkeit ans Herz binden. Und deswegen gehört zu der Religion noch eine Nasiha. Aber ich wollte nur diesen Geschwistern sagen, wenn sie zum Beispiel in die Moschee gehen und da gibt es dann irgendwelche Leute, die von oben herab auf sie schauen, dass sie das nicht entmutigen soll. Alhamdulillah, ihr seid bei mir herzlich willkommen hier auf dieser Seite. Oder auch wenn ich mal irgendwo einen Vortrag mache oder was auch immer. Ich freue mich sogar mehr über Leute, von denen man vielleicht gar nicht erwarten würde, vom Äußeren her, dass sie sich für die Religion interessieren. Wenn ich auf einmal sehe, da ist eine Liebe für die Religion. Die haben vielleicht, machen vielleicht schlimme Sachen. Ja, und sind vielleicht in schlimmen Sachen versunken, sind in ein tiefes Loch in ihrem Leben hineingefallen, aber kommen wieder. Und ich möchte auch sagen, Allah subhanahu wa ta'ala freut sich über eure Tauba. Allah freut sich darüber. Allah, der Schöpfer von allem, subhanallah, der freut sich, wenn ihr zurückkommt. Der Prophet alaihi salatu wa sallam sagte sinngemäß, Allah, inna Allah, ashaddu farhan bitawbati ahadikum min ahadikum bi dalatihi idha wajadaha. Allah freut sich mehr über die Tauba von einem von euch, also Tauba, die Reue, dass er sagt, ich möchte zurückkehren, ich möchte besser machen, als jemand von euch, der sein Reittier verloren hat und es wiederfindet. Ihr müsst euch vorstellen, damals ein Reittier, stell mal vor, du bist in der Wildnis, verlierst dein Reittier. Es ist heiß, es gibt kein Wasser, es gibt kein Essen, du hast das alles auf deinem Reittier und es ist weg. Stell dir vor, wie du dich freust, wenn du es auf einmal wieder siehst. Allah freut sich mehr über dich. Allah freut sich mehr über dich. Und deswegen lass dich nicht entmutigen. Und lass dich nicht entmutigen von Leuten, die Schwachsinn labern. Ich höre jedes Mal so einen Schwachsinn, ja, wo Leute irgendwas erzählen. Und das ist auch eine Warnung an die Leute, die andere Leute entmutigen, die Religion zu praktizieren. Ja? Jemand will zur Umrah fahren als Beispiel dann oder zur Hajj und dann erzählen sie ihm, ja, aber wenn du danach noch Sünden machst, dann werden alle Sünden doppelt gezählt. Wo steht das? Erzählt keine Märchen über die Religion. Es kann niemals sein, dass man eine gute Tat macht und die gute Tat für einen eigentlich eine Bestrafung ist, es sei denn, man macht die gute Tat als Augendienerei, aber dann ist es sowieso keine gute Tat. Ja? Gerade derjenige, der Sünden macht, der soll so viele gute Taten wie möglich machen. Deswegen lasst euch nicht entmutigen. Ihr seid willkommen. Ihr gehört zu dieser Umma. Kommt zurück. Macht euch eine Liste. Umar al-Khattab hat gesagt, Hasibu anfusakum kabla an tuhasabu. Rechnet mit euch selber ab, bevor mit euch abgerechnet wird. Das gilt nicht nur für euch, das gilt auch für mich. Denn diejenigen, die einen Bart haben, wie ich beispielsweise, die haben auch einen ganz gefährlichen Shaitan, beziehungsweise der Shaitan kommt mit einer ganz gefährlichen Sache zu ihnen, die vielleicht gefährlicher ist als dieser Shaitan, oder diese Einflüsse Satans bei denen, die ungehorsam sind. Bei denen kommt der, Allah ist Ghafur und Rahim. Allah ist barmherzig vergebend. Und bei Leuten, die äußerlich den Islam praktizieren, kommt der schnell mit,
Du bist besser als die anderen. Du bist etwas Besseres. Sehr, sehr gefährlich. Das ist schlimmer. Du hast vielleicht einen Bart, du siehst vielleicht super aus, aber hast ein Kibber im Herzen. Der Prophet sagte, wer nur ein Staubkörnchen Kibber im Herzen hat, wird nicht ins Paradies eintreten. Möge Allah uns bewahren, möge Allah uns vor Kibber bewahren. Ich sage euch eine Sache. Niemals darf euch eine schlechte Tat von einer guten Tat abhalten. Ich sage das nochmal, weil ich es immer wieder höre. Nee, du darfst keine Umrah machen, wenn du noch eine schlechte Tat hast. Du kannst so, was? Du, wenn du eine schlechte Tat gemacht hast, musst du es erst recht. Innal hasanat yudhibna sayyiat, wahrlich, die guten Taten löschen die schlechten Taten. Und durch die guten Taten geht der Iman hoch. Und Allah, der Prophet sagt, wa'atbi sayyiat al-hasana tamhuha. Lass der Schlechten eine gute Tat folgen, dass sie sie löscht. Und deswegen meine Botschaft an alle, die äußerlich nicht praktizieren, aber die Liebe für diese Religion im Herzen haben. Kommt zurück und denkt an das, was der Allah im Koran sagt. In Sure 39, Vers 43. Kul, sprich, Muhammad sprich. Ya ibadil ladhina asrafu ala anfusihim. La taqnatu min rahmatillah. O meine Diener, die euch selber Unrecht angetan habt, verzweifelt nicht an der Barmherzigkeit Allahs. Inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Wahrlich, Allah vergibt alle Sünden. Wahrlich, ist der Vergebene, der Barmherzige. Und dann sagt Allah weiter, wa anibu ila rabbikum waslimu lahu. Und wendet euch eurem Herrn reuig zu und seid ihm ergeben. Ja, und wendet euch eurem Herrn zu und seid ihm reuig ergeben. Ja, deswegen seid ihm ergeben. Das ist nicht nur einfach, ja, okay, Allah ist barmherzig, vergebend, sondern man muss sich ihm auch ergeben. Fangt an, jeden Tag einen Schritt. Und ihr seid hier herzlich willkommen. Und ich freue mich, wenn ihr eure Fragen stellt. Und ich freue mich, wenn ich euch helfen kann. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.